Die Exposure and Response Commissions Technik wird dir dabei helfen, in deinen Alltag Gedanken schneller, leichter und effizienter loszulassen. Kurz wird diese Technik auch ERC genannt. Wie das Ganze funktioniert und wie es dir weiterhelfen wird, das werde ich dir im heutigen Video zeigen. Viel Spaß! Wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute möchte ich dir sehr, sehr gerne eine Technik zeigen, wie du belastende, aufdringliche Intrusionen loslassen kannst. Diese belastenden, aufdringlichen Intrusionen sind nämlich immer das Problem, das uns dazu veranlasst, anschließend ins Grübeln zu kommen oder auch in sich Sorgen zu machen. Kurzes Beispiel dazu. Ich bin der festen Meinung und der festen Überzeugung, dass man diese Technik bei allen Problemen anwenden kann. Ob das jetzt Diagnosen sind wie generalisierte Angststörung, Zwangsstörung, zwanghaftes Grübeln, Hypochondrie, sonst irgendwie was. Es fängt immer wie folgendermaßen an, nur das Thema ist unterschiedlich. Bei einem, der unter starker Krankheitsangst neigt. Das weiß ich erst wie heute früh, wie ich eine E-Mail wieder bekommen habe von einer jungen Frau, die sagte, mich belastet, dass ich jetzt immer so viel so Belag auf der Zunge habe. Und ihr drängt sich immer wieder der Gedanke auf, dass sie viel Belag auf der Zunge hat. Und weil sie viel Belag auf der Zunge hat, dann ist es für sie gleich die Notwendigkeit, über den Gedanken zu grübeln. Nach dem Grübeln kommt dann meistens immer der Ärztemarathon. Einen Menschen mit einer generalisierten Angststörung dreht sich alles immer wieder darum, was macht der Partner, Finanzen und so weiter. Auch hier können wir wieder feststellen, alles fängt an mit irgendwelchen Intrusionen, die in den Kopf schießen. Bei einem Menschen, der unter Zwangsstörung leidet, drängt sich entweder, kommt immer darauf an, welches Thema es ist, entweder im Rahmen von Handlungen, die mit Kontamination zu tun haben, zum Beispiel mit Händewaschen oder sonst irgendwas, drängt sich der Gedanke auf, ich könnte Bakterien, Viren auf den Händen haben. Und dann, weil die Intrusion kommt, werden die Hände gewaschen. Und so könnte ich das alles immer und immer und immer weiterführen. Bei einem Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung drängt sich die Intrusion auf oder auch der Flashback, weil es in dem Fall etwas stärker ist. Eine Erinnerung durch einen Trigger in der Vergangenheit und dann ist auch hier die Erinnerung wieder dieses Wiederkäuen. Auf Englisch sagt man auch Rumination. Man versucht jetzt mit dieser Rumination, mit diesen Grübeln zu einer Lösung zu kommen. Das heißt, ich möchte jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber es ist immer der gleiche Effekt, egal welche Thematik. Soziale Phobie, was denken die von mir? Also ich könnte, wie gesagt, immer und immer weiter diese Liste fortführen. Es dreht sich immer eine Intrusion auf, die auf die Thematik ist, der jeweiligen Störung oder Krankheitsbild, wie man das auch sehen mag. Und jetzt wird es wichtig, jetzt fängt die Person an, die Dringlichkeit, das Gefühl, ich muss diese Intrusion irgendwie bekämpfen, neutralisieren oder zu einer Lösung kommen. Und weißt du, warum das Ganze so ist? Das möchte ich dir erklären. Das hat folgenden Grund. Die jeweilige Person, oder vielleicht auch du, wenn du dir das gerade ansiehst, bewegt sich in einen Objektmodus. Der Objektmodus bedeutet immer, dass ich in diesem Modus in einer Identifikation bin mit meiner inneren Gedankenwelt. Bedeutet in der Praxis als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel den mit der Hypochondrie nehmen würde, ich habe hier Belag auf der Zunge, der Gedanke schießt durch den Kopf, es besteht jetzt in Objektmodus die Dringlichkeit dieser Gedanke, die Aussage objektiv, wie der Gedanke, auch wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, mit Fusion und Diffusion, dass ich jetzt in diesem Objektmodus die Dringlichkeit empfinde, den Gedanken zu zerwürfeln, zu ergründen, zu schauen, was hat er mit mir zu tun, wo kommt er her, wieso habe ich ihn, was kann ich mit diesen Gedanken machen, etc., 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 etc. Und jetzt fängt das ganze Spektakel an. Im Objektmodus versuchen wir jetzt eines.
Wir versuchen ganz oft, zum Beispiel im Rahmen der Zwangsstörung oder in Zwangsgedanken, diesen Gedanken, den wir intrusiv erlebt haben, irgendwie nicht mehr haben zu wollen oder nicht mehr haben zu dürfen. Warum? Weil er starke Gefühle ausgelöst hat. Und diese Gefühle wollen wir dementsprechend auch nicht haben. Das heißt, wir dürfen, wir sollen und wir müssen vom Objektmodus, in dem wir uns in dem Moment ja so tief innen drin befinden, weg und müssen lernen, aus dem Objektmodus in den metakognitiven Modus hinüber zu wechseln. Und das zeigt uns diese ERC-Technik. Diese ERC-Technik ist wie folgt. Normalerweise, wenn wir im Objektmodus sind, fangen wir ja an, wie gesagt, den Gedanken zu zerpflücken. Wir müssen nicht, wir dürfen nicht mehr haben. Warum haben wir? Wir müssen irgendwie zu einer Lösung kommen, etc. Und diese ERC-Technik, die ist praktisch nichts anderes als eine Expositionsübung, aber anders wie bei der Verhaltenstherapie, sondern sie beschränkt sich rein nur oben in deinen Kopf innen drinnen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Das ist ja spannend. Jetzt hör mir genau zu. Wichtig ist, und das sage ich auch immer und immer wieder, auch in meinen Videos, es wird dir nichts bringen, wenn du ein Professor wirst in diesem Fachgebiet, es aber dann im Alltag in den bestimmten Situationen, wo es auftritt, es dann auch machst. Verstehst du, was ich meine? Du musst, du sollst es, was du hier lernst, dann im Alltag auch in der Situation, wenn es dir schlecht geht, machen. Gerade diese Situationen, wo es dir nicht gut geht, sind die Situationen, die du für dich nutzen kannst. Jetzt habe ich viel geredet und bin weg von der Technik, aber es liegt mir einfach am Herzen. Wirklich, wirklich sehr am Herzen, das darfst du mir glauben. So, und jetzt zu der ERC-Technik. Wir machen jetzt genau was anderes. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Und dann kurz ein Beispiel, damit du dich vielleicht besser wiedererkennst. Wenn du jetzt zum Beispiel Zwangsgedanken hast. Und es kommt der Gedanke hoch, könnte vom Fenster springen. Was es auch ist, intrusiv kommt dieser Gedanke nach oben. Wenn wir generalisierte Angststörung haben oder auch Eifersucht oder sonst irgendwas, schießt der Gedanke hoch. Vielleicht geht meine Freundin gerade fremd, schießt einfach so, etc., sonst irgendwie was. Was es auch ist, egal in welchem Rahmen, in welchem psychischen Problem es ist. Die Intrusion können wir sowieso nicht verhindern. Wenn du schon mehrere Videos bei mir angesehen hast, dann weißt du, dass es nicht geht, weil es einfach nicht schlicht nicht möglich ist. Die ERC-Technik geht jetzt weg von diesem Objektmodus und sagt, ich grübel zwar trotzdem, aber nicht mit dem Ziel, die Intrusion zu ergründen oder sonst irgendwie was, sondern ich lasse das Grübeln zwar laufen, rufe mir aber im Grübeln, wenn ich bewusst bin und Bewusstheit habe, und jetzt gerade grübel über diese Intrusion, die Intrusion immer wieder in den Kopf hinein. Und zwar mit Absicht. Warum das Ganze? Ganz einfach. Normalerweise versuchen wir ja, mit dem Grübeln die Intrusion zu ergründen. Zu unterdrücken. Zu erfragen. Zu einer Lösung zu kommen. Das sind ja alles die Gründe des Grübelns, weil wir den Objektmodus haben. Im metakognitiven Modus werden wir uns dessen jetzt bewusst, wenn wir immer wieder im Grübeln die Intrusion trotzdem hervorrufen. Das kann jetzt im Beispiel sein, wie am Anfang, der Zungenbelag. Ja? Ich habe Zungenbelag, ich muss zum Arzt. Jetzt grübele ich darüber nach. Wird es vielleicht Krebs sein? Was ist das? Das kann ja irgendwie so eine Krebssorte sein, etc. Sonst irgendwas, die Grübelschleife geht los. Jetzt rufe ich mir die ganze Zeit im Grübeln den Gedanken hervor. Ich rufe ihn hoch. Zungenbelag. Ich habe Zungenbelag. Könnte es Krebs sein? Ich habe Zungenbelag. Könnte es Krebs sein? Ich könnte es Krebs sein. Und dann grübel ich einfach weiter. Und jetzt werde ich mir in der Zeit einfach bewusst, dass diese Gedanken
kein Objektmodus sind, sondern ein metakognitiver Modus. Nämlich, ich schaue praktisch drauf. Ich schaue auf die Gedanken drauf. Ich gehe nicht im objektiven Modus auf die Gedanken hinein, den Inhalt, sondern ich habe, wenn man so möchte, ich mache dir ein Beispiel. Du hast das Universum, ja? Du hast das Universum. Wir sind innen drinnen. Klar, stell dir vor, du bist wie eine große Kraft, wie Gott, und du schaust auf das Universum drauf, von außen. Das ist der Unterschied. Das darfst du verstehen. Du musst raus aus diesem Objektmodus innen drinnen im Universum und rein in den beziehungsweise in dem Fall besser gesagt, raus und in den metakognitiven Modus rausgehen und von oben drauf schauen und dir die Intrusion immer wieder hervorrufen. Ich habe Zahnbelag, ich könnte vom Fenster springen, meine Freundin geht fremd, was sind meine finanziellen Sorgen, was auch immer der Inhalt dieser Intrusion war. Und lass das gleichzeitig einfach laufen. Ich vorhin schon gesagt habe, nützt dir das nichts, wenn du Professor wirst in Psychologie, es aber dann nicht anwendest. Die allermeisten oder ganz viele, gerade am Anfang meines Coachings, wenn sie am Anfang sind, sagen, ähnlich wie bei meinen Videos auch, das leuchtet mir alles ein und klingt logisch und macht auch Sinn. Mir geht's jetzt auch gut. Ja, aber denen geht's nicht lange gut. Nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen rufen sie dann an und mir geht's wieder schlecht. Warum geht's dir wieder schlecht? Ich merke das immer wieder, es ist immer wieder dasselbe. Sie sind ja wieder im Objektmodus drin. Ich frage dann immer, warum geht's dir gerade schlecht? Ja, ich habe jetzt den Gedanken gehabt, ne, wegen den Muttermal oder ich hatte den Gedanken, dass ich gegen den Gegenverkehr fahre und die Intrusion und sonst irgendwas. Dann sage ich immer, ja, geht's dir wieder schlecht? Ja, aber merkst du was? Ich sage, nee, was merke ich denn? Das ist doch bloß wieder ein anderes Thema. Du bist doch schon wieder im Objektmodus drin. Stimmt. Ja, ich versuche den Gedanken wieder wegzubekommen. Ja, also er versucht wieder den Gedanken wegzubekommen. Er geht wieder in alte Muster rein. Muss wieder ergründen, muss oder darf gewisse Gefühle nicht haben, gewisse Gedanken nicht haben. Bei ERC, wenn du das regelmäßig einübst, dann bekommt nämlich der paradoxe Effekt von dem genauen Gegenteil. Es kommt der genaue Gegenteil. Es entsteht das genaue Gegenteil. Denn wir wollen ja gewisse Intrusionen nicht haben und gewisse Gedanken nicht haben und gehen rein in den objektiven Modus. Und hier machen wir das Gegenteil. Wir rufen uns sogar die Intrusion im Grübeln immer wieder hinein, aber beobachten das Ganze nur von außen mit der Intrusion. Was dann letztendlich zu einem Gewöhnungseffekt führt, einem Gewöhnungsreiz. Das heißt, wir tun uns immer mehr und immer mehr mit unseren Synapsen anfangen, von außen das Ganze anzuschauen. Wir merken, dass Intrusionen auch nur Gedanken sind. Genau wie bewusste Gedanken auch. Grübeln ist übrigens bewusst. Das ist wichtig zu unterscheiden. Grübeln ist immer bewusst. Grübeln ist bewusst. Intrusionen kann ich nicht steuern. Fahre ich gegen den Gegenverkehr, springe ich vom Fenster, haue ich den eine rein, betrügt sie mich, habe ich Krebs, das kann ich nicht steuern. Dieser Gedanke schießt in den Kopf. Du solltest dir immer bewusst machen, dagegen nicht anzukämpfen. Grübeln, sich Sorgen machen, ist bewusst. Und dieses Grübeln und sich Sorgen machen, kann man steuern, kann man verlernen, indem man lernt mit verschiedenen Techniken, die ich dir immer hier auf diesem Kanal, und darum ist dieser Kanal so wichtig, vorstelle und du dir dann in den Alltag aneignest und dir anlernst. So, wenn dich ähnliche Themen interessieren, dann schlage ich dir auch einmal, die ist auch sehr, sehr gut, die TEF-Technik hier vor und unten drunter verlinke ich dir ein tolles Video über Panikattacken, wie man mit denen umgehen kann und wie man sie verlernen kann. Bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.